Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Zuerst einmal möchte ich mich entschuldigen, dass momentan so unregelmäßig Videos kommen. Normalerweise hatte ich ja die ganze Zeit meinen 3-Tage-Rhythmus, aber die Leute, die mir auf Instagram folgen, haben es schon gesehen. Ich habe zum 1.7. meine Arbeitsstelle gewechselt und bin mich da noch so ein bisschen am Einarbeiten und Eingrooven und ja. Es ist halt wieder ein komplett anderer Alltag, es ist ein neuer Rhythmus, an den ich mich erst gewöhnen muss und deshalb ja, muss man halt irgendwo auch mal ein bisschen kürzer treten und da ich das bei Freunden und Familie nicht tun werde, muss momentan, so leid es mir tut, YouTube ein bisschen ja, darunter leiden, aber so langsam kriege ich den Dreh raus und ja, habe meinen Alltag nochmal ein bisschen gemanagt. So dass es in Zukunft noch mal ein bisschen regelmäßiger wird. Vielleicht wird es nicht mehr alle 3 Tage sein. Vielleicht ändere ich den Rhythmus auf alle 4 Tage, dass ich ein bisschen mehr Luft habe. Aber ja, dann pendelt sich auch der Algorithmus wieder ein. Das wollte ich vorab nur mal kurz loswerden. Nicht, dass ihr euch wundert, es ist nichts passiert. Es ist einfach nur, also es ist nichts Schlimmes passiert. Es ist einfach nur, dass ich meinen Arbeitgeber gewechselt habe und dementsprechend einen neuen Alltag habe. So, jetzt kommen wir aber zu dem eigentlichen Thema des Videos. Es ist ein 3-Bücher-Die-Video. Dieses Mal habe ich mir das Thema ausgesucht, 3 Bücher, die ich gelesen habe, aber nach Band 1 die Reihe nicht weiterverfolgt habe. Ich weiß auch nicht, wie ich den Titel später beim Video hochladen nennen werde, aber so in etwa ist der Inhalt des Videos gedacht. Ich zeige euch gleich 3 Reihenauftakte. Die ich sehr gemocht habe, aber bei denen ich einfach die Reihe bisher noch nicht weitergelesen habe. Starten wir einfach mit dem ersten. Ich glaube, das habe ich von allen 3 auch als erstes gelesen. Und zwar ist das No Flames Too Wild. Die ganze Reihe spielt ja in Australien, was ich als Setting sehr, sehr schön finde, weil ich auch unbedingt mal nach Australien fahren möchte. Und gerade hier geht es um eine Koala-Bären-Auffangstation und das fand ich so schön. Ich bin ja so ein kleiner Koala-Junkie. Ich liebe Koala-Bären und früher haben tatsächlich alle immer Maler kleines Koala-Mädchen genannt und dann war es irgendwann ein Panda-Mädchen. Ich weiß nicht warum, aber das Koala-Mädchen ist entstanden, weil Maler halt die ganze Zeit an mir geklettert hat. Ja, aber darum soll es jetzt nicht gehen, sondern um dieses Buch. Ich hab's, warte, wann kam's raus? Ich habe es ungefähr auch zum Release bekommen und vielleicht ein paar Wochen später dann gelesen. 2022, genau. Und ich weiß jetzt nicht, in welchem Monat es erschienen ist, aber auf jeden Fall habe ich es kurz nach Release gekauft und nicht sofort gelesen. Ich würde jetzt mal sagen, so einen Monat, 2 später habe ich es dann gelesen und auch geliebt. Das ist insgesamt eine 3-teilige Reihe. Eins heißt, glaube ich, noch No Waves Too High und das dritte kriege ich jetzt gerade nicht mehr zusammen. Aber ich möchte die Reihe unbedingt noch weiterlesen, weil mir der Schreibstil der Autoren sehr, sehr gut gefallen hat und weil mich eben dieses Australien-Setting sehr, sehr anspricht. Und jetzt erzähle ich euch natürlich noch, um was es in Band 1 geht. Die Reihe ist übrigens auch unabhängig voneinander lesbar. Zum Wegträumen schön. Das Work-and-Travel-Jahr mit ihrer Freundin Sophie soll ein großes Abenteuer werden. Doch für Isabel bedeutet diese Reise noch viel mehr. Auf der Suche nach einer Spur zu ihrem australischen Vater, den sie nie kennengelernt hat, verschlägt es die 21-jährige Deutsche in die Kleinstadt Eden in New South Wales. Wegen der sich ausbrennenden Buschbrände wird in einem Koala-Reservat dringend Hilfe benötigt und Sophie zuliebe lässt Isabel sich auf den Job ein, obwohl sie selbst Angst vor Tieren hat. So lernt sie Liam kennen, dessen Eltern das Reservat betreiben. Mit seiner ruhigen, nachdenklichen Art fasziniert er Isabel, bleibt aber seltsam verschlossen. Sie kann nicht ahnen, dass Liam, dem die Koalas alles bedeuten, eine große Schuld auf sich geladen hat. Lustigerweise spielt das 2. Buch, das ich euch zeigen möchte, auch in Australien. Das war gar keine Absicht, dass ich das so aus dem Schrank geholt habe, aber das ist eine Reihe, die ich auch unbedingt weiterlesen möchte und tatsächlich auch nur Band 1 im Regal habe. Ich habe Band 2 und 3 auch noch nicht gekauft, aber möchte das eigentlich auch noch nachholen, weil mir Band 1 sehr, sehr gut gefallen hat. Und zwar war das The Stars We Reach. Ich muss mal gerade gucken, ob da vielleicht irgendwo was drin ist. Ah, genau. Da zum Beispiel sind alle Bände drin, die es denn zu der Reihe gibt. Und da steht auch, dass am 24.11.23 der 2. rauskam. The Waves We Catch, also auch was mit Wellen.
und am 28.03. diesen Jahres The Dreams We Chase. Und irgendwie erinnern mich die Cover so ein bisschen an die Reihe von Anja Oma aus dem Hause Kiss mit Gewitterleuchten, wie heißen die anderen? Regen, irgendwas und irgendwas mit Nebel und irgendwas mit Gewitter. Ich kann es gerade nicht erkennen, ich habe meine Brille nicht an, aber ihr wisst welche. Ich meine, ich kann sie euch zur Not auch nochmal unten verlinken. Dann könnt ihr euch die Cover mal anschauen. Die sind nämlich auch mit solchen wunderhübschen, ja, ich nenne es mal minimalistischen Zeichnungen ausgestattet oder verziert. Hier, wie gesagt, spielt die Geschichte auch in Australien, hat aber einen ganz anderen Start, sage ich jetzt mal, wie der andere Band, den ich euch eben gezeigt habe. Hier geht es nämlich um Evie und die startet quasi ihre Geschichte so ähnlich, wie ich mein erstes Buch aufgebaut habe, nämlich indem ihr Freund ihr fremd geht und das ist so der Startschuss in die Geschichte. Ich werde euch natürlich jetzt noch den Klappentext vorlesen, aber ich kann halt sagen, dass ich dieses Buch, ich glaube, in 1,5 Tagen durch hatte, weil mich die Geschichte wirklich berührt hat und es auch irgendwie Spaß gemacht hat, ja, Evie oder Ivy, ich weiß nicht genau, wie man es ausspricht, auf ihrer Reise zu begleiten. Wie viel Mut braucht die Liebe? Nachdem Evie ihren Freund Leon beim Fremdknutschen erwischt hat, will sie nur noch eins, keine Kerle mehr in ihrem Leben. Sie packt die Koffer und erfüllt sich endlich ihren Traum, Australien zu bereisen. Schließlich landet sie in dem Küstenort Emerald Bay, der sie sofort verzaubert. Hier will sie auf einer Farm aushelfen und ihr Leben neu sortieren. Sie hat jedoch nicht damit gerechnet, dass ihre Mitbewohnerin Taylor in Wahrheit ein verdammt gut aussehender Typ ist. Taylor renoviert das Haus am Meer, in das nun auch Evie einzieht. Ihre Begeisterung hält sich in Grenzen, doch nach und nach schleicht Taylor sich dennoch in ihr Herz. Aber ist Evie überhaupt bereit für eine neue Liebe? Und Buch Nummer 3, last but not least, spielt tatsächlich nicht in Australien. Nein, es hat aber auch eine Gemeinsamkeit mit meinem ersten Buch. Und zwar spielt es in San Diego. Es geht auch sehr viel um das Meer. Es geht auch sehr viel um, ja, die persönliche Weiterentwicklung des Charakters und es geht auch sehr viel um Vertrauen und Freundschaft. Deshalb hat mich das Buch vielleicht auch so gecatcht, weil es mich eben an meine Geschichte erinnert hat. Ich spreche von Wo sich Licht im Wasser bricht und hier wird auch noch eine Charaktereigenschaft oder eine allgemeine persönliche Eigenschaft eines Charakters mit aufgenommen, die ich selten in einem Buch gelesen habe. Also der männliche Protagonist hat ein kleines Handicap und das habe ich so fast noch in keinem anderen Buch gelesen und fand das eben sehr, sehr spannend zu lesen, weil ich immer finde, wenn du nicht mit einem Handicap lebst oder mit diesem bestimmten Handicap, dann kannst du zwar, wenn du ein empathischer Mensch bist, dich in seine Lage ansatzweise versetzen, aber es gibt Dinge, über die machst du dir einfach keine Gedanken. Und wenn du dann einen Charakter in einem Buch hast, der eben eine eigene Lebensgeschichte zu erzählen hat, dann hinterfragst du auf einmal Dinge und denkst dir, ja, stimmt, wie ist das denn, wenn das und das in deinem Leben passiert? Ich möchte jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen, weil es sonst ein bisschen spoilern würde, aber die Reihe ist unfassbar schön. Ich habe halt diese schöne Ausgabe von der Chest of Fandoms. Ich guck mal gerade, ob hier... Hier ist zum Beispiel auch eine super schöne Illustration drin. Aber ich wollte eigentlich gucken, ob hier die anderen Bände auch mit abgedruckt sind. Nein, leider nicht. Aber hier hinten ist auch noch eine super schöne Illustration. Gibt leider kein... wie die Reihe aussieht. Ich wollte gerade beim ersten Buch nochmal gucken, ob sie da was eingestellt haben. Aber nein, anscheinend auch nicht. Nein, gut. Ja, wo sich Licht im Wasser bricht, ist, glaube ich, auch eine dreiteilige Reihe. Zwei oder drei Teile. Also zwei sind auf jeden Fall schon erschienen. Eventuell gibt es auch noch einen dritten Band. Ich bin mir gerade sehr, sehr unsicher. Werde es euch aber in die Infobox packen oder hier irgendwo einblenden, damit ihr Bescheid wisst. Vielleicht setze ich euch einfach auch alle Bände der Reihen unten in die Infobox. Dann könnt ihr euch alle mal anschauen, weil ich glaube, die sind auch schon alle erschienen, weil die Bücher alle schon mindestens ein Jahr, zwei alt sind.
Hat für dieses Video aber auch mehr Sinn gemacht, weil, ja, wenn die Reihenfortsetzung noch nicht erschienen wäre, dann hätte es ja keinen Sinn gemacht, das Buch zu zeigen und zu sagen, ja, das habe ich nie weitergelesen. Ach, nee, weil das zweite oder dritte Buch noch nicht erschienen ist. Ist aber nicht so. Hier gibt es die Fortsetzung und jetzt erzähle ich euch, um was es hier geht. Mit dir will ich in den Sternen ertrinken. Endlich volljährig zieht es Enya in die Welt hinaus, sprichwörtlich in den Sternen entgegen. Auf der Suche nach Unabhängigkeit. An der Küste San Diegos geht sie überwältigt von dem Freiheitsgefühl schwimmen, auch wenn sie es nie gelernt hat. Als sie in den Fluten die Kontrolle verliert, wird sie von einem Fremden gerettet. Er verschwindet, ehe sie sich bedanken kann. Doch auf einer Strandparty stehen sich die beiden plötzlich wieder gegenüber. Jonah ist schweigsam, stark und gleichzeitig so sensibel und schön. Eines kommt zum anderen und ehe Enya sich versieht, soll ausgerechnet er ihr das Schwimmen beibringen. Ein ewiges Spiel aus Nähe und Distanz beginnt und Enya fühlt sich unweigerlich zu ihm hingezogen. Doch in Jonas Tiefe lauert auch eine Dunkelheit. Ihr Lieben, das waren alle drei Bücher, die ich euch heute zeigen wollte. Ich packe sie euch, wie versprochen, alle in die Infobox und die Folgebände auch. Dann könnt ihr sie euch angucken. Da gibt es die Affiliate-Links zu Thalia und Amazon. Das war's jetzt von mir. Ich wünsche euch jetzt noch einen wundervollen Tag. Habt's fein und bis zum nächsten Mal wieder. Tschüss!